So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hades. Wir sind immer noch dabei, Finsternis zu sammeln, damit wir uns das Upgrade kaufen können, mit dem wir dafür sorgen können, dass Chaos und Nyx wieder in Kontakt miteinander treten können. Und zu diesem Zweck werden wir dieses Mal mit dem Bogen runtergehen. Welche Variante nehmen wir? Wir nehmen... Ja, nehmen wir einfach mal das hier. So, versuchen wir es doch mal. Das war das hier. Okay, ja, das könnte ganz lustig werden. Wir nehmen mit... nehmen wir mal wieder Rippe mit. Und jetzt will ich mal wieder gucken, dass ich was weiter hochgelevelt kriege. Wir nehmen die Armschiene mit. Warum nicht? 41 Schlammmützel noch. Okay, das wird natürlich eine Weile dauern. Wir brauchen... Das ist mehr als genug Hitze. Okay. Sie runter machen? Ja. Hitzevoll. Genau so passt's. Okay. Nee, das ist mir zu viel. Enge Frist mit einem mit einer Waffe, die so wenig Schaden macht, nehme ich nicht. Magma. Machen wir die Heileffekte, das passt so. Alright, let's get to work. Yo! Und gleich am Anfang mal ein Hammer. Sehr schön. Okay. Hört sich doch nicht schlecht an. Ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen Overkill, könnte man sagen. Aber schauen wir doch mal. Zack. Tschüss. Und gleich so früh. Gleich so früh ein Chaos-Tor. Das gefällt mir gut. Trägersatz. Spezialität. Das ist beides richtig gut. Wir nehmen den verhüllenden Tusch. Wird zwar ein kleines bisschen nervig sein, wenn ich jetzt für die nächsten paar Räume ein bisschen Scheiße bekomme, aber... Hey! Zack! Bitte schneller spawnen, das dauert mir als ein bisschen zu lang. Ja. Hey! Aufhören! Böses Gezücht. Ich muss so ein bisschen darauf aufpassen, dass ich nicht zu viel Schaden nehme. Aber um ehrlich zu sein, halte ich jetzt bisher nicht so viel von der Chiron-Variante. Naja, vielleicht kann ich meine Spezialität im Laufe des Gefechts ja noch so boosten, dass es ein bisschen... Oh, ernsthaft? Ich kann doppelt dashen. Warum bist du nicht doppelt gedasht, Monsieur? Okay. We are all willful children, are we not? I'm Daughter to Hyperion, you know. A titan so obscure and hated that Lord Zeus
He started calling me his birth sister. So much did he dislike this bit of truth. And to get a rise out of me, too. Ooh. Kraftballon bewirkt Frösteln. Na gut, da ich ja sowieso eigentlich fast immer damit treffen werde, ist es nicht schlecht. Ja doch, das gefällt mir bis jetzt ganz gut. Okay, doch, das ist cool. Das ist eine coole Kombination. Kann ich enorm viele Frost-Stacks enorm schnell auf einmal draufhauen. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ordentlich Finsternis, immer nicht schlecht. My boon from Master Chaos has evolved. Und Bonusschaden für die Spezialität. Bitte auf den Hauptgegner schießen. Broken to bits. Jo. In your honor, Lady Artemis. Your mighty blessings have helped me through so many trials now, and I always welcome your level-headed presence here. Look, I like being worshipped just as much as anybody, Zagreus, though bear in mind that you can always leave the worship of me to the forest nymphs, all right? Okay, damit ist Artemis nach Demeter die zweite von den olympischen Göttern, die wir momentan nicht weiterkommen können. Da müssen wir irgendwie noch weiter gucken können. Aber das werden wir ja sehen. Jetzt nehmen wir erstmal den Segen. Have to admit, you're very capable with Coronoct. Now I can hit a bullseye in my sleep, but you'll be right there with me if I don't keep practicing, I think. Artemis Beistand. Jeder Schaden kann potenziell kritisch sein. Das ist zwar ganz nett, aber ich glaube, ich mache das hier. Ja, Zeus ist auch ganz gut. Hauptsächlich eben für mehrere Gegner halt. Natürlich. Genau. Zack. Ja, scheiße. Ey, jetzt hört mal auf. Hört mal auf. Das ist Mobbing. Hört auf, alle gleichzeitig drauf zu kommen. Lord Zeus. Yep, du kriegst auch nochmal. Please, Lord Uncle Zeus, accept this gift of nectar in your honor. Though it is such a pittance in comparison to all the generosity you've shown. Pleased to see a show of such respect and admiration for your uncle, Zagreus. You'll go quite far here on Olympus with an attitude like that. Not everyone's as mannered, nor as wise. Jo, ich glaube, einen müssten wir ihm noch geben, damit wir bei ihm auch voll sind. So my elusive Artemis has shown you favor, has she? The little scamp. She seldom shows respect to anyone, not even me. But I'll enhance her blessing nonetheless. Okay, Zeusbeistand. Ja, himmlische Rache. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich nehme die himmlische Rache. Dann haben wir hier noch was Interessantes drin. Bleibende Folgen. Ja, nee, brauche ich momentan noch nicht. Finsternis immer gern gesehen. Wir brauchen viel davon. Ah, da hinten seid ihr. Na gut, das war's auch schon wieder. Sehr schön. Ins Erebus-Tor kommen wir erst mit 5 Hitze rein. Na gut, Sisyphus ist immer gern gesehen. Hallo, hallo. Hallo.
Why, Prince, you being serious right now? Is that for me? Natürlich doch. You deserve better, Sisyphus. This really isn't much, but maybe it'll help you while away the days, nights, whatever time it is. Ein Moment mal ganz kurz. Wie weit sind wir denn bei dir? Na ja, gut, Gespräche hatten wir mit dir noch nicht so viele, muss man tatsächlich sagen. Sisyphus, how can you stand it being here like this? You always seem in such good spirits, though. You push all boldly here sufficient times and you might get a different outlook on things too. With the Furies all preoccupied and with my running into you from time to time, I'm positively doing great lately. I like to take what pleasures I can get. Ist immer schön. Wir nehmen die Finsternis. Good choice. Ganze 62. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir da noch was anderes? Ja gut, Finsternis nehme ich. Dü-dü-dü-dü. Okay, bisher ist das wirklich eine ziemlich overpowerte Kombination. Aber für Tartarus overpowered zu sein, ist jetzt nicht wirklich schwer, das muss man dazu sagen. Ich muss wirklich so ein bisschen lernen, das Timing für den Abzug ein bisschen zu verbessern. Ja, warum nicht? Was ist es denn Schönes? Pests. Ah, kein wirklicher Boss, sondern einfach nur ihr Kleingezücht. Na toll. So, wo ist der nächste? Da hinten. Da. Okay, man kann es auch übertreiben mit dem Bumme. Ganze zwei Stück, okay. Da sage ich nicht nein. Da sage ich definitiv nicht nein zu. Okay, Charon braucht natürlich auch noch ein bisschen. Ja, darfst dich gern drüber freuen. I thought you'd say that, Charon, mate, but I insist you take it and enjoy, alright? Damit wären wir bei dem auch fast soweit. Das ist nichts mehr. Ja, warum nicht? I've come to offer my support. Ah, nicht schlecht. Natürlich immer nur das, was nicht so nützlich ist. Du bist eine von den nützlichsten an sich, Athene. Und du gibst mir so einen Scheiß, ganz im Ernst. Naja, was soll's. Okay, Megera? You. Nein. How many times Alecto. Is it going to take red blood? How many? Tell me, how can you stand running into me like this over and over? Well, habits can be hard to break. As for how many times, I've really no idea. Though I guess there's one way to find out. I'll give you one thing. I like it when my prey bites back. Come on, let's see some blood again. Okay. Du wolltest es so... Oh, scheiße. So, da. Meine Güte, wie lasse ich mich denn hier gerade von wirklich allem steffen? Ist ja peinlich, meine Güte. Zack. Ja.
Okay, sowas mag ich nicht. Sowas mag ich absolut nicht. Nope. Okay. Meine Güte, mir fehlt noch einiges an Damage. Das merke ich jetzt schon. She's tough. Damit ich auf die Art und Weise durchkomme, fehlt mir noch einiges an Damage. My keepsakes. Okay, Nehmen wir die Apfelblüte. Und ein bisschen Heilung brauchen wir. Let's go up. And check. Jo. Also an sich gefällt mir ja diese Kombination von wegen healen und dann alles automatisch treffen. Vor allem in Kombination mit dem Fröstel-Effekt ist das sehr schön, aber noch fehlt mir einiges an Damage. Na komm, wo bist du denn? Oder was seid ihr, besser genau gesagt? Ihr blödes Gezücht. Oh, komm schon. Ich mag's nicht, wenn ihr einfach nur blöd wegrennt. Naja. Oh, komm schon. Okay, das war knapp. Bisschen extra legen ist immer schön. Oh, Hermes. Ja, definitiv Hermes. Du verdienst dir auch noch einen Nektar, Kollege. Aber sowas von verdienst du dir einen Nektar. Dieser Schaden ist mir zu niedrig. Ich brauche mehr Schaden. This quickly had it not been for your tireless support, Lord Hermes, sir. I'm in your debt. You know, Cuz, I gotta say I had a few concerns when we first met, your father being who he is and all. But you're all right. So, wie wird's immer bei Hermes? Ach, bei den meisten sind wir echt fast so weit, dass wir an dem Schlüsselpunkt sind. Hey, Cuz, that last run through that you did, I almost can't believe how quick you pulled that off. You're really pretty good. Ah, danke. Ah, Nebengeschäft, Nebengeschäft. Das gefällt mir. Und Nektar. Wenn ich jetzt vielleicht noch die Möglichkeit hätte, dass meine Pfeile... Okay, das tun sie eigentlich schon. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn meine Pfeile jetzt noch Leute durchbohren könnten, aber das tun sie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Von daher kann ich mich da nicht beschweren. Ich brauche einfach mehr Damage. Crowd Control habe ich durch das Frösteln einiges. Zielsicherheit ist auf jeden Fall enorm. Es fehlt wirklich nur noch der Schaden. Okay.
Himmlische Rache. Lassen wir Athene doch nochmal beweisen, was sie kann. Ja. Ja. Zack. So, jetzt du. Ja, los, komm schon. Bam! Voll auf die Fresse. Next time, gigantic Gorgon head. Lady Athena, I know there's more at stake for you in this than just my plight. You care so much about this family. That care and your determination spurs me on. I'm ever grateful. Perhaps there really is no time quite like the present when it comes to showing thanks to one another, my dear cousin. You've opened my eyes to the possibility, though I remain steadfast in my resolve to fight for you. So, wie weit sind wir bei dir? Ah, auch am Schlusspunkt. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir bei den ganzen Olympiern noch zum Schluss kommen. Despite whatever difficulties you've encountered, dear cousin, again and again you have never yielded. I must admit, your strength of will is quite inspiring, for even I have doubts from time to time. It's all the clearer to me why the goddess Nyx spoke so highly of you. Das hört man gern. Der göttliche Spurt ist eigentlich immer sehr gerne gesehen. Ja, nehmen wir den göttlichen Spurt. Ah, okay. Warum auch immer das jetzt da oben so angezeigt wird. Ich glaube, bei ihr sind wir tatsächlich schon an dem Punkt, dass wir das voll machen können. Wahrscheinlich müssen wir ihr dann aber ein Ambrosia geben. Ja. Das sind halt natürlich die absoluten Scheißgegner für dieses. Für diesen Waffensetup. So, noch jemand? Wenn ja, wo? Ah, da. Zack. Zack. Also so ein bisschen auf Distanz musst du schon bleiben. Wenn sie zu nah kommen, dann zerstört das Pathfinding der Pfeile. Ein Zeus-Segen, ja, warum nicht? Looks like we've got an urgent work-related matter to attend to. Let's see how quickly we can wrap this up. Let's see indeed. Oh, na toll. Hey, wo sind denn die? Oh, genau. Oh, du meine Güte. Das werde ich nicht schaffen, das werde ich absolut nicht schaffen. Oh ja, genau. Wie soll ich das mit dem Damage Output schaffen? Oh, leck mich doch am Arsch, du blöder Drecksack von einem Skelett. Hörst du jetzt mal auf mit deinen scheiß Combo-Attacken? Nope, absolut keine Chance. In the name of Hades. Eieiei.
Ja, Musik, ich weiß, dass der Kampf vorbei ist. On to my next one. Ach. Wir dürften am Ende vom Asphodel angekommen sein, also nehmen wir den Shop auch gleich mit. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende. Wir brauchen... Now, young man, whatever you have heard about good Demeter, I'm here to clear the air. She's like a sister to me, yes, but only thus. Although her Titan parents and my own met the same fate. Why, after Brother Zeus? Such an unlikely bit of candor there from you. Almost as though you felt compelled to speak the truth only whilst I'm directly within earshot. Das hört sich nicht schlecht an. Let's go, Team. Das hier noch mit. Pinston, das nehmen wir auch mit. Nochmal vielen Dank für alles, Charon, gell? So, jetzt schauen wir doch mal, wie es gegen Lerny abläuft. To hear the sound of your hiss, Lenny. Nicht in der Lava stehen bleiben, bitte. So, jetzt da hinten kommt einer. So. 2 von 3 sind weg. Oh. Meine Fresse. Irgendwie hält dieses Ziel auch von Chiron nicht wirklich lange. Ich muss wirklich dran denken, das alle 2-3 Salben aufzufrischen. So, ein Kopf weg. So, dann... Der nächste... Und der nächste. Und der nächste. Ah. Nicht mit dem Kopf auf den Boden, Lerny. Das wird dir nicht gut tun. Und mir auch nicht. Zack, zack. Und tschüss. Deutlich zu viel aufs Maul gekriegt. So, zack und zack. Und angeln. So, ein bisschen schneller bitte. Na los, komm schon. Wow, a Flame Eater. Das ist ein bisschen seltener. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das nehme ich gern. Okay. Erstmal heilen. Meine Güte. Meine Güte. Ich habe viel zu wenig Leben. Worth it. Ja, das ist es wert. Ich noch die Geldbörse mitnehmen. Ich meine, momentan wäre es, glaube ich, tatsächlich sinnvoller. Ich würde schauen, dass ich
die Segen hochpaure und nicht mehr Segen bekomme, indem ich mehr Geld habe. Einfach weil mir fehlt nach wie vor noch deutlich der Damage. Irgendwas muss ich auf jeden Fall noch machen, damit ich mehr Damage reinhauen kann. Und dann kriege ich natürlich genau das, was dafür normalerweise am besten geeignet ist. So, die nächsten bitte. Oh, jetzt will ich mir gerade gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn ich gegen Schildträger ankämpfen muss. Bleibst du stehen. Und tschüss. Okay, mal sehen. Kürzere Reichweite, dein Powerschuss lässt sich leicht aufführen und fügt mehr Dingschaden. Dein Angriff für Gegner in der Ferne. Okay. Na gut, zumindest habe ich mal eine Prophezeiung erfüllt. Das ist ganz gut. Eieiei. Wir nehmen natürlich die Finsternis. Flame Wheels. Oh Gott. Ich merke gerade, diese Reichweite ist extrem zu kurz. Das ist ja furchtbar. Okay. Bitte nicht. Nein, zu viel. Definitiv zu viel. Falsche Richtung. Die Tatsache, dass der Bogen an sich schon eine zu kurze Reichweite meiner Meinung nach hat und die jetzt nochmal zu kurz ist, meine Güte, nee. Das gefällt mir nicht gut. Ich werde mir nachher definitiv dieses Hammer-Downgrade von Charon in im Sticks holen. Das ist ja nicht auszuhalten, wie... Ah! Meine Güte, das ist viel zu kurz. Viel zu kurz. Ja. So. Wenn du nichts hast, was du unverwundbar machen kannst, bist du nicht so gefährlich, ne? Jetzt komm schon. Schatz der Gaia. Ja, warum nicht? Oh, ich höre noch eine Truhe. Ja, da hinten. Was ist drin? Ich brauche die Finsternis, von daher ja. Ja, ich wage es. Ach du meine... Oh Gott. Okay, erstmal dich wegmachen. Nein, nicht wiederherstellen. Blood and darkness. Moment mal, warum zum Henker war die eine schon... Egal. 122 Finsternis, das ist einiges. Dann Asterius? Ja. Asterius. Schön, dich zu sehen, Kollege. I accept all challengers. No prior notice necessary. Okay. So, ich muss wirklich den Damage so ein bisschen mehr auf meine... ...auf meine Spezialität konzentrieren.
Gerade gegen einzelne Bosse ist dieser Rösteln-Effekt mit 10 Stacks halt enorm stark. Wirklich? Ich meine, bisher bin ich, von daher würde ich das nicht unbedingt als schwach bezeichnen. Auch wenn du recht hast, dass ich enorm wenig Schaden verursache. Und fertig. Gut gekämpft, Asterios, wie immer. A warm-up for later. Yep. Olympus, I accept this message. Ja, ja, jetzt Zeusbeistand, Blitzreflexe. Ja, doch. Hilfe ist immer gern gesehen. What else we got? Was haben wir noch? Ja, wir nehmen die Finsternis. Jedes bisschen hilft. So, also erstmal dich. Ich bemerke so, dass die... dass immer die Gegner getroffen werden, die zuletzt getroffen... dass immer die Gegner analysiert werden, die zuletzt von dem Fallen getroffen werden. Natürlich, das, was kommt, ist gleich ein beschissener Mini-Streitwagen. Wie ich euch hasse, ihr dreckskleinen Viecher. So. Ja, jetzt muss es aber definitiv das Ende sein. Dankbarerweise bisher keine Schildträger. Da kann ich wirklich nur drum froh sein. Hey, hey, hey! Nichts da, nicht... Nichts regenerieren. Und tschüss. Dich noch. Okay. Thank you. Das ist beides jetzt nicht gerade, das Gelbe vom Ei. Nehmen wir das Geld. Zack, zack. So. Ein nach dem anderen erstmal. Und zack. Oh. Also wirklich zielsuchend sind diese Pfeile nicht wirklich manchmal, Chiron. Den hier bitte. Zack. Noch mehr? Okay. Immer noch keine Schildträger, das verwundert mich. Ja, na toll. Du blöder Arschloch. So, zack. Welcher jetzt? Ah, der. Okay. Zack, zack. Komm schon. Okay. Das war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Aufwand für das bisschen Gold. Aber egal. Das war ein bisschen weit gedasht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von da noch auf die Brücke komme. Aber okay. Okay, erstmal dich hier bitte. Ah,
Ja, Moment. Was? Warum war der noch da? Zack, zack. Zack. Ah, hey. Das hat echt noch als Angriff gezählt. Meine Güte. Na gut. Normalerweise sage ich ja eigentlich fast immer Hermes, aber um ehrlich zu sein, glaube ich, ist es tatsächlich recht sinnvoll, hier jetzt noch zu gucken, dass ich irgendwas kriege, um den Frösteln-Effekt gefährlicher zu machen. Ich brauche Schaden. Ja, ihr billiges Gezücht, ey. So, dich, dich. Noch jemand? Na, natürlich doch. Och. Diese viel zu kurze Reichweite. Das ist kein Bogen. Das ist ein Kinderspielzeug mit der Reichweite. Ganz im Ernst. Ich kenne mich mit Bögen so ein bisschen aus. Ich sollte zumindest wissen, dass man weiter als 5 Meter schießen kann damit. Zumindest so weit, dass ich das weiß. Kenne sogar ich mich mit meinem Bogen aus. Okay. So, jetzt erstmal noch dich wegmachen. Denn Unverwundbarkeit. Oh, jetzt nervt nicht mit euren gesamten Scheiß-Schmetterlingen. Man kann es auch übertreiben. Meine Fresse. Bitte, wenn schon, dann auch richtig treffen, Zagreus. So, erstmal... Okay. Du bleibst stehen. Oh. Wie kurz einfach mal diese... Anvisierung anhält. Das regt mich auf. Wenn alle Gegner an Frösteln leiden, sind sie langsamer und verfallen. Okay, der Verfallschaden ist immer gut, vor allem gegen Bosse. Wir nehmen das. Kritischen Effekte fügen noch mehr Schaden zu. Himmlische Rache, okay. Vielleicht hätte ich was anderes statt der himmlischen Rache mitnehmen sollen. Ich meine, so häufig werde ich jetzt momentan nicht getroffen. Aber egal. Beware Asterius, the demon comes. The demon who would sever the fraternal bonds we share if we so much as drop our guard. What? You think I'm here to ruin your friendship? Look, to each his own in that regard, though, since you bring it up. I really don't see why Asterius puts up with you. You see? Just as I said. Cover your bovine ears, Asterius, for this monstrosity would poison us to get the upper hand. What? Oh, jetzt komm schon! Ach du meine Güte, ich stelle mich mal wieder absolut wie der letzte Vollhornochse an. Auch als meine... Oh, jetzt komm aber, ich war voll sowas von in Bewegung. Okay. Ich vergesse manchmal immer, dass er diese Attacke tatsächlich an, einfach weil er sie so selten einsetzt. Oh. Auch ich bin noch gedasht. In der Fresse. Ich war im Dash.
Flash! Was ist denn das gerade? Oh, na toll. Ja, ich merke es. Ja, das ist tatsächlich absurd. Ich hätte nicht so viel von dir aufs Maul kriegen sollen. Moment, hat er mich jetzt gerade schon wieder getroffen? Nein. Oh, er ist durch das Verfallen gestorben. Oder durch einen Blitzfluch. Aber nicht dadurch, dass er mich getroffen hat. Meine Fresse. Ja, ich merk's noch. Immer noch. Mein Schaden ist viel zu gering. Viel, viel, viel zu gering. Und ich setze mal wieder meinen Gefährten die ganze Zeit nicht ein. Warum mache ich das eigentlich? Das ist dumm. Okay, okay, okay. Wir brauchen... Ja. So close. Machen wir es so. Yes. Okay, dann wollen wir doch mal hoffen, dass ich mit dem Amboss den Doppelpfeil wegkriege, denn der gefällt mir absolut nicht. Wahrscheinlich werde ich den Doppelpfeil aber behalten und das andere verlieren, oder? Oder es gibt einfach kein... Ach komm, Spiel, das ist doch Bullshit. Und du weißt, dass es Bullshit ist. Meine Fresse, ey. Das Spiel weiß genau, was ich will und genau das gibt's mir dann halt natürlich nie. Das ist Bullshit und das Spiel weiß, dass es Bullshit ist. Oh, meine Güte. Wenn ich tatsächlich so wenig Schaden zufüge, dann ist das armselig. Eieiei. Eieiei. Ich räume mir momentan keine ganz so guten Chancen ein. Einfach weil mein Schaden viel zu niedrig ist. Ja, Schaden ist nicht alles, aber es ist meiner Meinung nach die einfachste Art und Weise, sicher zu sein gegen Bosse. Weil wenn der Schaden so niedrig ist, dann habe ich das Problem, dass ich länger gegen die Bosse durchhalten muss. Und je länger ich durchhalten muss, desto mehr Fehler mache ich im Allgemeinen. Von daher ist eigentlich fast immer mein Ziel, so viel Schaden wie möglich zu bekommen. Na, ganz toll. Oh. Okay, hier raus. Definitiv hier raus. Zu viel Gift. Zu viel Gift. Boah, jetzt übertreib mal nicht, Spiel. Zack, zack, zack. Okay. In the name of Hades. Deine Spezialität des Kraftfeuern kann ablenken. Nein. Mit halbwegs vollem Götterzähler.
Plus eine Ladung. Oh, okay. Ja, doch. Gratis eine Todesverhaftung zurückbekommen. Das ist gut. Danke, Athene. Down the chute. The fishing point. Yep, den nehmen wir auch gleich mit. Ist es ein Gap? Okay. Hey, besser als nichts. Ich beschwere mich nicht. Das mal noch ein bisschen stärker. Das ist deutlich zu schwach gewesen. So, machen wir den Beistand mal noch ein bisschen stärker. Ja, komm. Schauen wir mal. Oh, ein weiterer Athene-Segen. Da sage ich nicht nein. Egal, was es für ein Boss ist. Und tschüss. Ah, verdammt, 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 verdammt. Gegengift. Gegengift. Dass das immer so in der Ecke ist, wo man erst mal hinkommen muss. Eieiei. Die Reichweite gefällt mir halt absolut nicht. Ja, meine Fresse! Schieß doch in die richtige Richtung gleich, Sagrius. Was soll denn das? So, jetzt aber. So. Will ich irgendwas loswerden? Das will ich behalten. Dass es mir den Level da nicht anzeigt, finde ich ein bisschen irritierend, aber okay. Will ich eh nicht loswerden. Ah, das Ding. Hört auf zu schießen. Krass, dass der schon tot ist. Der hält wirklich kaum was aus. Er hält absolut nichts aus, sobald der Schild weg ist. Schutzlos beim Ablenken von Angriffen fügen sie mehr Schaden. Eieiei, ich habe immer noch nichts für meinen Wurf, aber okay. Noch schutzlos. Ja, gut. Es ist jetzt nicht wirklich so das Gelbe vom Ei, was du mir hier gibst, Cousinchen, aber... Ich will mich mal nicht beschweren. Hat Onkel Zeus noch irgendwas Schönes? Boah. Hoff's mal, weil momentan räume ich mir echt nicht so gute Chancen ein. Show me, Charon. Nee. Wenn, dann will ich mir für das Geld was Besseres von Charon noch kaufen. Und nicht hier das Billigzeugs. Gott. Meine Güte, das war übertrieben viel Gift. Es war wirklich übertrieben viel Gift. Meine Güte, mein Schaden. Das ist so armselig. Das ist sowas von armselig. Nein, keine Satyren. Alright, Lord Zeus. Sind bei. That's something. Are you hungry? 500 würde es brauchen. Machen wir das noch.
Okay. Damit dürfte ich auf jeden Fall genügend Geld bekommen. Ah, ihr blödes Gezücht. Eieiei. Da hätte ich mir vielleicht... nee. Passt schon. Okay. Ah, könnten wenigstens alle treffen. Das ist ja furchtbar, wie unzuverlässig diese zielsuchende Pfeile sind. Geh bitte drauf. Du bist am Verfallen. Jetzt komm schon. Oh, man kann es auch übertreiben mit dem Gift. Ich will in Ruhe mich bewegen können. Und tschüss, sehr schön. Delicious. Machen wir den Fröstel-Effekt mal noch ein bisschen stärker. Powered up. Sehr schön. Ach, da hinten war noch ein bisschen Gold. Scheiße. Time to deliver the goods. Na gut. Hätte so oder so nur für das gereicht. Schnelle Erholung, Ausweichmanöver, 20% ausweichen. Hm. Okay, Angriff um 30% schneller. That's life. Ja, damit kann ich schon ein bisschen besser arbeiten. Prinz Zagreus once more offers to Cerberus one of his favorite sacks. Und jedes Mal freut er sich wieder drüber. Und ich habe bis jetzt total vergessen, Skelly mit einzusetzen. Das muss ich mich echt dran gewöhnen, dass ich meine Begleiter häufiger einsetze. Egal. Schauen wir doch mal, wie es läuft. Your heart-seeking Korlok may have brought you this far, but shall not help you here. Weil du kein Herz hast, oder was? Okay, der war extrem unter der Gürtellinie. Excuse me for a moment. Gerne, kein Problem. And fight with the ferocity that you once clung to your meager lives. Why don't you let your wretches rest in peace? Okay. Es war immerhin nur einer von diesen blöden Streitwägen. Ja, das war nicht gut. Aber der... Aber dieser Verfallschaden haut ganz ordentlich gegen ihn rein. Das kann ich nichts gegen sagen. Oh, natürlich. Ich bin ja auch ganz schnell. Hm, das lief deutlich besser als erwartet. Ja, ich will's mal nicht jinxen. Noch haben wir ihn nicht besiegt. Ja, meine Güte. Ja. So heißt ihr beide. Nein. Nein, werde ich nicht.
bitte nicht genau zu dem Zeitpunkt als immer den Schild einsetzen? Das ist unfair. Hey, bitte nicht auf Skelly zielen, Zagreus. Das ist nicht lustig. Und da haben wir ihn. Sehr schön. You have your mother's perseverance. How is it that you got this strong? You win, boy. Yep, das war eigentlich ein relativ... I did it. Also um ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass wir das tatsächlich so gut hinkriegen. Einfach weil ich total unseren Schaden unterschätzt habe. Ich habe total vergessen, dass dieser Verfalleneffekt heißt das, glaube ich. Ich muss echt nochmal schauen. Zweifachschuss ist es nicht... jetzt komm schon. Tödlicher Frost. Ja, dieser Verfallen-Effekt ist wirklich enorm stark, das muss man sagen. So joyfully did Zagreus attempt to gain the surface that way. He just rose too quickly. And we know how that one goes from Icarus's tale. Ich liebe diese ganzen kleinen Anspielungen auf traditionelle griechische Geschichten. Wir wissen ja alle, was mit Ikaros passiert ist. Thank you, thank you. Aber tatsächlich wissen wir ja eigentlich alle, was mit Ikaros passiert ist. There's no escape, in case you hadn't heard. Yep, leider hast du recht. Congratulations. You're such a good boy, aren't you, Cerberus? Yes, you are. Guarded the place while I was out. And even let my son come visit me. The ever-vigilant and terrifying Cerberus merely accepts the praise. I must say, you made a hollow mockery of Theseus that time. See you out there, father. Ja, mittlerweile hat er, glaube ich, wirklich nicht mehr so viel zu sagen. Ist ein bisschen schade, aber okay. Even Achilles ever get to talk much then? I have my orders, he has his. What do you think? Even back when he was still alive, there was no real chance I was going to be the one to take him here, given it. Because he was a warrior. When mortals die a violent death, they are no longer your case, are they? No. I tend to those in less of a hurry to come here. Interessant zu hören. Okay, schauen wir doch mal. Hab ich genug, um mir weiteren Nektar zu holen? Ich brauche dringend Nektar. I'll take it. More keys for me. I'll take it. Das hier noch. Okay. Dankeschön. Ein weiterer noch. So, ja, Thanatos braucht auf jeden Fall noch. Kann ich dir noch? Ja, kann ich, sehr schön. Danke. You can't be serious. You're serious? You know what? Fine. I'll take this and we'll go about our business. Though I don't see why you bother. Why I bother? Why, how else can I show you how I feel except by handing you these bottles from time to time? Okay, mit Thanatos sind wir dann auch am Schlüsselpunkt angekommen. Hypnos sind wir da. Baron, Nyx, Hades. Ja gut, bei Nyx wissen wir ja, wie wir weiterkommen. Megara fällt noch. Und... Nochmal, es fehlt jetzt im Prinzip nur noch Megara. Baron und... Ja gut, Orpheus fehlt auch noch. Troklos. Persephone natürlich, aber der kann ich relativ selten tatsächlich was geben. Das ärgert mich. Ja, was soll's. Bei Hypnos kommen wir noch nicht weiter. Orpheus kriegt einen.
Oh, Nix hat was Wichtiges. Zagreus, both for your friendship and embarrassment of generosity. And I, in turn, am indebted to you, Orpheus, for your calm demeanor and ability to accept life's greatest challenges. You inspire me, and I wish you the best. Yep, bei Orpheus sind wir dann auch am Schlusspunkt angekommen. Sehr schön. Mac. Got you some more of that contraband you like? Don't suppose I could help you put it away or anything? Look at me, Zack. You think that all these gifts will make things go back to the way they were? They won't. It isn't possible. We may be immortals, but we're older now. I'd hope we're wiser too. So, bei ihr sind wir auch am Schlüsselpunkt. Okay, sehr schön. Wir kriegen einiges, was die Beziehungen angeht, hin. Bin ich bei Poseidon noch so niedrig? Wahrscheinlich, weil ich den so wenig treffe. Ach, ich muss wirklich häufiger mit Poseidon was machen. Look at what I can't, Chef. Für einen Schlüssel, das sind ein weiterer Nektar. Da sage ich doch nicht nein. Drei Schlüssel für das bisschen Finsternis. Na gut, doch. Eigentlich ja nur, um mir den Nektar zu holen. Okay, wir haben vier Nektar. Das ist immer noch nicht so viel, aber besser als nichts. Zagreus, I wanted to talk some more, if you're available. I mean, if you're free. I mean, if you have time to right now. Is that okay? Oha. Of course do, sir. Where should we chat? The lounge or maybe somewhere more private? Somewhere more private, please. If that's okay. Thank you. Du wirkst besorgt. Zagreus, so ever since you told me you had feelings for me, it's been like my whole mind is on fire. I haven't been able to think straight or get anything done. It's all been so much. Oh, nicht gut. I put a lot on you, and maybe I shouldn't have, since I'm the prince and everything, as you point out, and sometimes I forget myself. I'd never pressure you, it's just I thought you had these feelings for me too. I do have feelings for you, silly. That's what I've been trying to tell you. It's just yeah. It's just what? Whatever it is, it's okay. You can be yourself with me, Deuce, I promise. I'm glad you put it that way. I'm not looking for an intimate relationship. You're the kindest soul in this whole house, and I have learned so much from you, but when I really think about my feelings, I'm just not attracted to you in that way. I'm sorry. You're a really nice guy. Aww. Oh, look, there's nothing to apologize for, not at all. In fact, all this is a relief. I've learned a lot from you too, and I cherish our friendship for what it is. Do you think that we could still be friends? Or is it better that you didn't see me anymore? Oh, komm, Freunde auf jeden Fall. That? So, I was going to ask you the same thing. I'd really like it if you'd be my friend. Though, my career comes first, so I don't want you doing any special favors. Promise me? I need to see how far I can get on my own. Okay. I respect that so much, and yes, I promise to, sir. So, well then. Friends? For all eternity? Yes! Friends! For all eternity. Now, I had better go. See you, okay? Okay. Um ehrlich zu sein, mag ich so tatsächlich mehr. Aber wir haben das Band geschnüpft. Yay! Schön zu hören, dass die beiden zusammen gut zusammen auskommen. Das freut mich richtig. Okay, Nix, du hast auch noch was Wichtiges. Nix, you ever have a burning urge to find the case files for the circumstances under which our court musician bound himself to eternal servitude here in this house and forever lost his opportunity to be with his beloved muse? I was wondering if you had a remedy for that. Our court musician brings a certain peace to this abode, my child. But you may discover, once you find his case files in section Zeta Pi Omega, upper beta folder, that the consequences that he suffers may be quite in excess of his trespasses.
Zeta Pi Omega Upper Beta Folder. I'll look into it as soon as possible. Okay, schauen wir doch am besten gleich mal. Das interessiert mich jetzt tatsächlich. Administrative chamber there. You're going back there. Okay. Ja, da hinten sehe ich ihn. Nestled among the towering administrative parchment work of the long since deceased lies an old document concerning a special pact signed by a once living court musician who attempted vainly to rescue his wife from death. Okay, it should be dispatched over to the house contractor now. Oh, sigil. Nix needs it upgraded, huh? Ja, das wissen wir ja noch. Das kostete... ja, das muss ich auch beim Haus beim Baumeister nachschauen. Done snooping. Genug geschnüffelt. Ja, hab genug beschnüffelt. Oh, what's this? Nacht und unerträgliche Hitze. Oh. Motiv klangvoll, Motiv stygisch, Motiv leblich. Ach du meine Güte, Wagnis des Sängers. Moment, da habe ich ja gleich direkt dafür. Hey! In the name of Hades, I hereby release Orpheus from the terms of his pact. What? Where did you unearth that blasted contract? Da hat sich definitiv nicht jemand darüber gefreut. If I sit down, I won't want to get back up. State your case. Eieiei. Anything else? Heißt das, dass Orpheus jetzt permanent weg ist? Granted. Go. Na gut. Weiß nicht, ob wir tatsächlich hätten warten sollen, bis wir mit ihm auch ein Band geknüpft hätten, aber mir ist es, um ehrlich zu sein, so lieber. Wobei ich glaube, wir kommen bei ihm ja sowieso nicht weiter, bevor wir nicht... Ja. Vielleicht hilft uns das da, das Band ein bisschen besser zu knüpfen. Okay. Da noch ganz kurz schauen. Der Plan der Königin, lernen die Olympia besser kennen, damit sich der Plan entfalten kann. Ach, dann Finsternis, Weg und Chaos wieder zu vereinen. Nochmal, wie viel sind das? Ich glaube, das waren über 3000 Finsternis, oder? Saal, Westflur, Hofmusik? Nein, wo ist es denn? Ach, er macht hier tief endlos, ja. Ah, 3000, das ist so viel, das ist so viel. How about this, contractor? There's not much on the menu in the lounge, but maybe this will help. New music. Eieiei, mir fehlt... Ich hab das Spiel jetzt tatsächlich schon seit... Keine Ahnung, wie viel spiele ich schon? Auf jeden Fall über 60 Stunden und es gibt immer noch so viel freizuschalten. Das ist krass, das finde ich wirklich krass. Eieiei. Ja, das Üben bringt nach wie vor noch nichts. Eieiei. Also gut, wir reden noch ganz kurz mit Skelly und dann ist für heute Schluss. What's a good word? Less yak and more smacking, boyo. Now come on. Oh, die Krallen. Da sag ich nicht nein zu. Malfon. Die Mitte-Variante, Zagreus-Variante. Malfon, awaken. Hey, whoa, what? Ja, machen wir das mal noch ein bisschen stärker. Okay, aber ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle doch auch mal wieder einen Cut. Das war's für heute mit Hades. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss!